Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Thomas. Wir müssen uns bei den Hörern entschuldigen, ne? Wir versprechen hier Themen und die kommen dann gar nicht, ne? Aber es ist ja viel besser als ein Erfolgsrezept. Wir haben den Kai Beermann zu Gast, den der ein oder andere von Gate 7 kennt. Stell dich doch mal kurz vor. Ja, erstmal schönen guten Tag. Vielen Dank an euch beide, dass ich heute bei euch sein darf. Freut mich sehr, mal hier auf der anderen Seite des Mikrofons zu sitzen, beziehungsweise mal nicht derjenige zu sein, der die Fragen stellt. Insofern, ja, freue ich mich sehr auf das Gespräch mit euch. Eine Vorstellung, ja, ist immer schwierig. Der ein oder andere wird mich vielleicht ja von meinem eigenen Podcast kennen, Gate 7. Da geht es ums Reisen und um die Fotografie in dieser Kombination, die Kamera als Werkzeug, um andere Kulturen, andere Menschen kennenzulernen, sozusagen als Türöffner. Das ist so das Thema und das sind auch die beiden Themen, die in meinem Leben die größte Rolle spielen. Ich komme eigentlich aus dem Journalismus, habe eine Zeit in Hamburg als Sportreporter gearbeitet, war dann einige Zeit in Südamerika als Auslandskorrespondent in freier Funktion und ja, bin jetzt wieder zurück in Deutschland und konzentriere mich seit ja mittlerweile 1,5 Jahren komplett auf meinen Podcast und auf das Projekt drumherum, was ich gerade aufbaue. Ja, das ist, glaube ich, so die Kurzfassung von dem, was ich mache. Jetzt haben wir natürlich keine spanischen Gitarren und auch kein, wie stellt sich immer vor, Gate 7 ausgeschrieben, nicht als Zahl oder sonst was. Ja, das ist eine Sache, die hatte ich als ich mir den Namen ausgedacht habe, nicht bedacht, dass es natürlich viele Möglichkeiten gibt, Gate 7 zu schreiben, also mit Zahl und in der URL ist es eben so, dass es nicht als Zahl, was intuitiv, glaube ich, die meisten machen würden und deswegen sage ich das immer mit dazu. Nee, du hast ja schon, ich glaube, das schon seit Ewigkeiten machst du dein Ding, ne? Mich wundert ja, dass du da also wirklich alle illustren Gäste und sonst was da jede Woche zu Gast hast. Wie wählst du das aus? Wie kommst du an die Themen, Gäste? Ich meine, du sicher bist ja immer unterwegs. Also wie jetzt nur so rein organisatorisch. Wie klappt das eigentlich? Würde mich mal interessieren, weil wir sind ja auch im Kaspern hier, aber das ist ja ein ganz anderes Niveau. Ja, also dadurch, dass es eigentlich ein sehr breiter Ansatz ist, bin ich noch nie in die Verlegenheit gekommen, da zu sitzen und mich zu fragen, wen könnte ich einladen. Also da gibt es einen großen Fundus. Ich interviewe ja sowohl Reisebuchautoren, die jetzt nicht unmittelbar was mit der Fotografie zu tun haben, kommen ebenso zu Wort wie Fotografen. Aktuell bin ich dabei, den Fokus ein bisschen enger zu ziehen auf das Thema Storytelling und Fotografie. Das heißt, in Zukunft werden die reinen Reisethemen etwas seltener vorkommen. Aber ja, es gibt so viele tolle Fotografinnen und Fotografen da draußen, spannende Reisende. Insofern, ja, glaube ich, werde ich da noch lange nicht an eine Grenze stoßen, immer wieder spannende Gäste finden. Und von der Organisation her, ja, ich versuche immer ein bisschen das Archiv gefüllt zu halten, dass ich da nicht in Verlegenheit komme, immer von Woche zu Woche aufnehmen zu müssen. Das empfinde ich als sehr angenehm, da so einen kleinen Puffer im Hintergrund zu haben. Und es sind ja auch recht zeitlose Themen, insofern bietet sich das da an. Interessant finde ich, wenn man auf Podcast klickt bei deiner Webseite, kommen die verschiedenen Kontinente. Weil ich habe gedacht, ja, ich suche da mal, was du alles gemacht hast, was für Leute du interviewt hast. Und dann kommt da Antarktis, Afrika, Asien und so weiter. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Also es geht hier nicht um die Personen, sondern um den Ort, wo die Leute gewesen sind oder wo sie hingereist sind. Ja, die Sortierung ist, glaube ich, eher für meine Hörerinnen und Hörer gedacht, damit die sich ein bisschen schneller zurechtfinden. Ansonsten, mein Fokus liegt da jetzt nicht ganz so stark drauf, dass es mir wichtig ist, dass das aus einer bestimmten Region kommt. Das ist einfach, ja, der Suchfreundlichkeit geschuldet. Ja, wahrscheinlich von der Vergangenheit her, ne, wo du sagtest, ne, ich war unterwegs und dann will jemand nach, keine Ahnung, was war eigentlich dein spannendstes Reiseziel? Mein Ja. spannendstes Reiseziel? Ah, ja, schwierige Frage. Spannendstes Reiseziel, das war wahrscheinlich Bolivien. Alleine deswegen, weil es zu dem Zeitpunkt, als ich dorthin gereist bin,
ja, so etwas komplett anderes für mich gewesen ist. Bin zwar auch schon vorher einigermaßen viel gereist, habe einen Schüleraustausch in den USA gemacht, also längere Zeit vom Zuhause weg zu sein, war mir jetzt nicht fremd. Danach auch den Zivildienst als anderen Dienst im Ausland in Finnland gemacht. Und daran anschließend wollte ich nochmal ganz weit weg und hab mir da Bolivien ausgesucht. Und ja, als ich da oben in La Paz in den Höhen der Anden gelandet bin, da blieb mir im wahrsten Sinne des Wortes die Luft weg. Das ist da 3000 nicht Meter einfach. Plus oder was? Ja. Genau, so um den Dreh über 3500 Meter. Da wird die Luft sehr, sehr dünn und das ist eine komplett andere Welt, in die man da eintaucht. Also das Ganze, das Stadtbild, was sich da einem so präsentiert, ist eine kolossale Kulisse, eine Stadt, die so in einen Krater reingebaut ist, an allen Seiten voll mit Häusern. Und wenn man da so reinfährt, das ist schon ein beeindruckendes Panorama. Und dann, die Menschen, die dort leben, viele noch in den traditionellen Kleidungen der Menschen dort im Altiplano. Also das ist eine wunderbare Welt gewesen und das war, denke ich, so die spannendste Reise, weil es ja auf allen Ebenen exotisch war für mich. Ist es dann mehr das Reisen oder das Fotografieren oder das Fotografieren eigentlich nur der Sidekick oder wie ist das bei dir? Ja, es ist eine Mischung aus beiden. Also ich bin durch das Reisen zur Fotografie gekommen. Also es war nicht so, dass erst die Fotografie da war und ich dann gedacht habe, wo kann ich hinreisen, um spannende Motive zu finden, sondern das kam eigentlich vom Reisen her. Das Interesse, die Neugier, andere Menschen kennenzulernen, einen anderen Alltag zu spüren. Und dann ist mit den Jahren die Fotografie immer dominanter geworden. Also die Kamera war schon immer dabei. Ich habe da gerne die Dinge auch festgehalten, die ich erlebt habe. Aber dass ich irgendwann gesagt habe, mit der Fotografie kann ich mehr machen als nur schöne Momente festhalten. Also Stichwort Storytelling und sich halt ein paar Gedanken mehr darüber zu machen, was man fotografiert. Auch speziell die Reportage- und Straßenfotografie, Street Photography, sind dann so die Genres geworden, in denen ich mich am wohlsten fühle. Thomas, dein Stichwort. Ja, ich habe gerade mal durchgeblättert und all die Leute angeschaut oder die Gäste, kannte da viele Leute, ist interessant, aber den Podcast und dich kannte ich noch nicht, ich habe mich auch nicht mehr damit beschäftigt in den letzten Jahren. Wobei ich habe, glaube ich, die Folge vom Fotoschnack gesehen, als du dabei warst, aber ich kann mich nicht mehr an dich erinnern. Das ist eigentlich ein schlechtes Zeichen, wobei es hat sicher auch mit meinem Alter zu tun, dass ich solche Sachen jeweils wieder ausblende. Ja, aber ich frage mich, ich reise heute nicht mehr so gerne oder ich habe keinen Grund mehr zu reisen, weil ich nicht mehr fotografiere. Und da frage ich mich, wenn ich wieder fotografieren würde, wäre dann die Reise wieder interessanter, weil ich habe jetzt, wenn ich jetzt reisen würde, habe ich einfach nichts mehr zu tun, weil ich keine Kamera mehr dabei habe oder nicht mehr fotografieren würde. Also ich glaube, die Verbindung von Reisen und Fotografie war bei mir auch sehr stark kombiniert. Und ich frage mich, ja, wie käme ich wieder zum Reisen? Also was würde ich auf einer Reise, also was würde man machen, wenn man nicht fotografiert auf einer Reise? Also nebst Sightseeing und so, das ist auch nicht mein Ding. Also was empfiehlst du jemandem, der jetzt ein bisschen reisefaul geworden ist? Vielleicht eine dumme Frage, aber das ist genau mein Ding im Moment. Also nach Corona habe ich keine Lust mehr zu reisen. Vorher bin ich zu viel gereist und jetzt kommt langsam das kommt ein bisschen wieder, aber dann denke ich mir, was mache ich dann da, wenn ich dort bin? Weil ich fotografiere nicht mehr, ich gehe nicht gerne auf Sightseeing-Tour. Ja. Ja, eine sehr, sehr gute Frage. Und es ist immer eine Frage auch nach der Art des Reisens. Also ich persönlich mag Reisen oder bin Freund von längeren Aufenthalten an einem Ort. Also ich bin jetzt nicht jemand, der für ein Wochenende mal irgendwo eine europäische Großstadt fährt, dort dann 2-3 Tage verbringt und dann zurückfliegt. Das ist jetzt nicht ganz so das, sondern ich versuche dann schon länger an einem Ort zu bleiben, was dann eben bedeutet, ein Monat plus im Idealfall. Und in dieser Zeit hat man dann eben auch die Möglichkeit zu schauen oder sich die Unterschiede bewusster zu machen. Weil Reisen in dem Sinne, also ich habe jetzt keine Bucketlist, die ich abhake, wo exotische Ziele draufstehen, sondern beim Reisen geht es mir eigentlich darum, den Kontrast zu spüren und selber auch eine Perspektive zu bekommen zu dem,
Leben, was ich an dem Ort habe, wo ich mich die meiste Zeit aufhalte. Und das ist das, was das Besondere des Reisens ausmacht. Es gibt da dieses Zitat von Wittgenstein, die Grenze meiner Sprache ist die Grenze meiner Welt. Und das finde ich, ist ein, ja, fasst das eigentlich so ganz, ganz gut zusammen, wie ich das Reisen eben sehe, als Horizonterweiterung und eben als bewusst machen, was es außer dem, was man gewohnt ist, noch gibt. Ich glaube, da kann man eine ganze Menge lernen. Und wenn du reist, übernachtest du also vom Standort her eher tiefer, als du zu Hause wohnst, oder eher höher, als du zu Hause wohnst? Weil der normale durchschnittliche Bürger bei uns in der Schweiz jetzt, der geht meistens in ein besseres Hotel und ist nachher frustriert, wenn er nach Hause kommt, weil er dann eine Woche lang ins Haus und Braus gelebt hat und dann fühlt er sich schlecht, wenn er nach Hause kommt. Ich bin immer unter meinem Niveau gereist. Einerseits, weil es günstiger war, ich komme weiter mit meinem Geld und ich sehe auch eher, wie die Menschen leben. Wie geht das dir? Ja, genau so. Also die Kategorie des Hotels oder der Unterkunft, die ist mir nicht wichtig. Da schaue ich nicht drauf. Ich weiß nicht, ob man leider sagen kann oder muss, auch nicht in der Lage, dass ich da nach oben kein Limit habe. Insofern bin ich schon gezwungen, ein bisschen auf das Budget zu achten. Aber ich empfinde das nicht als Einschränkung, sondern ganz als, ja, darauf kommt es eben nicht an. Es kommt auf die Erlebnisse an, die ich außerhalb des Hotels habe, weil ich da die wenigste Zeit im Idealfall verbringen möchte. Und wenn ich das Glück habe, an dem Ort, wo ich bin, Freunde zu haben oder Leute zu kennen, dann ist natürlich das Beste, wenn man auf einer Couch bei denen übernachten kann. Aufgrund der längeren Aufenthalts- oder Auslandsaufenthalte, die ich gemacht habe in meinem Leben, habe ich eben das Glück, an sehr, sehr vielen Orten bekannte Kontakte zu haben und die nutze ich dann auch ganz gerne für solche Ausflüge, jetzt nicht, um dann einen Monat die Couch dort zu beanspruchen, das wäre ein bisschen frech, aber ja, hier und da kann man dann eben auch privat unterkommen. Ja, aber ich glaube, umso tiefer das Budget, umso höher der Erlebnisfaktor, weil je höher das Budget ist, umso gleicher wird es um die Welt. Also ein 5-Sterne-Hotel ist wahrscheinlich überall ähnlich und je tiefer dass du gehst im Budget, umso näher bist du am Menschen, umso intensiver wird das Erlebnis in allen Bereichen, aber umso mehr erlebst du auch. Also ich habe auch dort, wo ich bei Leuten übernachtet habe, am meisten mitbekommen und nicht dort, wo ich in den guten Hotels war. Also von dem her ist das schon der richtige Weg, denke ich, um das Land zu erleben. Ja, genau. Was ist denn dein Plan? Du hast vorhin gesagt, vor anderthalb Jahren hast du sozusagen noch mehr in die Selbstständigkeit, also jetzt vollkommene Selbstständigkeit gewechselt. Dann kam natürlich diese Corona-Geschichte dazwischen. Wie sieht denn da jetzt eigentlich dein Stand aus? Also ich habe so eine Erinnerung, dass du, glaube ich, mal einen Podcast gemacht hast mit den Fotologen, glaube ich. Da wurde so ein bisschen offenbart, was du so vorgehabt hast. Das war natürlich ein Jahr davor. Erzähl mal kurz deinen Stand da, wie du da jetzt stehst. Da habe ich auch noch eine weitere Frage. Gerne. Ja, also kurz zusammengefasst, die Phase kurz vor Corona, das war der Moment, als ich bei der Welt in Hamburg aufgehört habe. Die Redaktion wurde eingestellt, da habe ich als HSV-Reporter gearbeitet und das war für mich der Punkt, an dem ich mich eigentlich dann wieder selbstständig machen wollte, eben mit dem Podcast, mit den Projekten zusammen mit den Fotologen waren da einige Workshops geplant, auch mit Thomas habe ich jetzt sehr stark über das Thema Reportagefotografie Projekte angestoßen und ja, das war so der Moment, in dem dann Corona dazwischen gekommen ist und diese Pläne erstmal auf Eis gelegt wurden. Sie sind nicht begraben, sondern da sind wir jetzt dabei, die eben auch wieder hervorzuholen und soweit es möglich ist, dann eben auch umzusetzen. Und ja, an dem Punkt stehe ich jetzt zu schauen, was kann davon in der nächsten Zeit umgesetzt werden. Konkret bedeutet das eben dann auch, wieder ein bisschen mehr zu reisen und dann die entsprechenden Workshops vorzubereiten, die dann auch in die Richtung gehen oder sich ein bisschen an das anpassen, an das Reiseverhalten, was ich eben schon skizziert habe, was mir persönlich auch sehr, sehr liegt, dass das dann eben solche Workshops werden sollen im Idealfall anschließend an einen längeren Aufenthalt von mir an einem Ort, wo ich die Gelegenheit eben hatte, dort Kontakte zu knüpfen und die
die entsprechenden spannenden Locations auch zu finden und dann Reportagefotografie dort möglich zu machen und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern den Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen. Das heißt, es werden dann eben Workshops auch, wo wir nicht zu den großen Sehenswürdigkeiten gehen, sondern eher hinter die Fassaden schauen und möglichst den Ort aus der Sicht der Menschen zu erleben, die dort eben auch leben. Als Local Guide quasi, ne? Also genau. Dass du da ein bisschen näher dran bist. Und ja klar, es ist der Wunsch vieler, die Fotoreisen oder Bildungsreisen machen, ne? Das ist ja ein großer Markt. Ich persönlich habe immer so eine Schwierigkeit, wenn man Beruf und Hobby so ein bisschen miteinander vermischt. Ich meine, du musst ja jetzt Geld damit verdienen. Ne? Das ist natürlich ein anderer Druck. Ne? Von Podcasts wirst du sicher auch nicht reich. Aber nein, ich will nur sagen, dass irgendwie, mir ist das irgendwie so ein Zwiespalt. Ne? Also ich habe ja auch so ein Green-Dollar-Projekt, das mache ich hin und wieder mal. Aber da will ich ja gar kein Geld sehen. Da will ich ja nur eine Gegenleistung irgendwie mir verdienen. Wie siehst du das? Bist du da im Reinen oder sagst du, das ist schon so ein bisschen anders jetzt als vorher, ne? Wo man das Geld regelmäßig gekriegt hat und jetzt muss man da ja ein bisschen mehr Ungewissheit aushalten als Selbstständiger? Ja, das ist natürlich ein Faktor und wenn man so ein etwas macht wie die Fotografie oder das Reisen, wenn das dann plötzlich auch zu oder den Lebensunterhalt generieren sollen, das verstehe ich schon. Jetzt, um die Frage zu beantworten, es ist nicht ganz leicht, also mit dem Podcast, da bin ich bei dir, da verdient man nicht sehr, sehr viel Geld mit. Das kann man auch nur machen, wenn es einem wirklich Spaß macht. Das andere ist eben so, dass ich schon gewohnt bin aus der ersten Zeit der Selbstständigkeit eben mit solchen Unsicherheiten auch zurechtzukommen. Ich glaube, da muss man auch der Typ für sein und zu wissen, mit richtigen Erwartungen an das Ganze eben ranzugehen. Hinzu kommt dann auch, dass dieses Thema Minimalismus, für das er ja auch steht, das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Ich habe jetzt die letzten Jahre, was meinen Lebensunterhalt oder den Lebensstandard angeht, da auch so drauf geachtet, dass der nicht übertrieben ist. Das gibt einem natürlich dann auch immer die Freiheit und eine Sicherheit, wenn man weiß, man muss nicht jeden Monat fünfstellig verdienen, um erstmal seine laufenden Kosten zu decken. Also da kann man ja auch schon sehr, sehr viel drüber steuern. Und wenn man sagt, dass oder für sich definiert, was einem wichtig im Leben ist und sich darauf eben dann auch ausrichtet und sagt, mir ist die Freiheit lieber als große materielle Dinge, dann kann man sich da auch schon mal die richtigen Voraussetzungen schaffen, die es einem dann eben auch erlauben, über solche Startphasen wie jetzt, wo die Einnahmen natürlich nicht gerade sprudeln, eben auch hinwegzukommen und mit weniger zufrieden zu sein und dann sagen, ich habe die Freiheit, eben hier auch mir die Zeit zu nehmen, 1, 2, 3 Jahre am Aufbau von so etwas zu arbeiten und auch die Zeit dann zu investieren. Ja, klingt vernünftig. Ich meine, das ist ja immer gut so, ne, wenn man das alles mal ein bisschen auf einer Basis hat, die auch kalkulierbar ist, ein Businessplan und sonst was, da kennst du dich sicher aus. Jetzt kommen wir nochmal zu den Reisen. Also für mich waren ja auch mal Reisen also ein extremer Faktor über eine ganze Zeit lang. Ich hatte mal so ein Projekt, alle Hauptstädte Europas zu besuchen. Das sind ja dann immer wieder mehr geworden. Ich kam ja gar nicht mehr nach. Oder mal ein paar Monate in Neuseeland zu verbringen. Wie kannst du das beschreiben für dich so, dass das, der Thomas ist ja genau das Gegenteil, er sagte, Schweiz ist schön und da habe ich auch noch nicht alles gesehen. Also wie stehst du dazu? Du hast ja oft ein paar Lieblingsdestinationen, hast gesagt, ne, Südamerika ist eines. Wie stillst du da deinen Drang, sag mal, so diese Geschichten zu erzählen oder Erlebnisse zu sammeln? Also wie stehst du jetzt da? Ich meine, das ist jetzt eine andere Zeit jetzt plötzlich. Du meinst jetzt in Zeiten von Corona, wo es eben nicht möglich ist, sich einfach ins Flugzeug zu setzen. Genau, ich muss ganz ehrlich sein, am Anfang ist mir das schon schwer gefallen und ich verstehe es natürlich auch, dass man vor der eigenen Haustür spannende Dinge erleben kann und das habe ich jetzt hier in diesen Monaten auch stärker noch wahrgenommen als vielleicht vorher, wo der Fokus eher drauf lag, ein bisschen in die Ferne zu schauen und weniger hier direkt vor Ort. Und
Aber das kommt dann wieder zurück zu dem, dass die Erlebnisse im Vordergrund stehen und nicht so sehr die Destination. Und auch wenn ich mir überlege, wo könnte ich jetzt hier in Europa oder in Deutschland hinfahren, da fallen mir sehr, sehr viele Orte ein, die spannend und reizvoll sind. Also es war jetzt auch nicht gerade um die Ecke, aber Finnland ist jetzt auch ein Land, was ich ein bisschen aus den Augen verloren hatte, obwohl ich dort 2,5 Jahre insgesamt gelebt habe. Und komischerweise vor Corona seit 20 oder einem 20-jährigen Abstand mal wieder da war und dort entdeckt habe, dass ja das auch ein Land ist, wo ich gerne wieder ein bisschen mehr Zeit verbringen möchte. Insofern gibt es da immer noch um die Ecke auch Destinationen, wo man hinreisen kann. Das ist jetzt, muss nicht immer Südamerika sein. Was ich mich gefragt habe in letzter Zeit, durch was entsteht überhaupt diese Reiselust oder diese Sehnsucht? Weil kann es sein, dass man unzufrieden ist an dem Ort, wo man ist? Ob man neugierig, um zu sehen, wie die anderen Menschen leben? Oder was treibt den Menschen an? Weil ich hatte damals bin ich viel gereist, weil ich einfach fotografieren wollte und es hier irgendwie zu langweilig war und an neuen Orten war es interessanter. Ich habe zumal einen Spruch gelesen, wenn man im eigenen Garten nichts zu fotografieren findet, findet man auf den Malediven auch nichts. Hat auch ein bisschen was. Aber was treibt einem an, so weit oder so oft zu reisen? Ja, ist das ein Mangel oder ist das eine Bereicherung oder eine Weiterung des Horizonts? Ja, die Frage habe ich mir auch schon oft gestellt und ich denke, es ist kein Mangel oder ich bin nicht unzufrieden oder unglücklich, wenn ich mal längere Zeit an einem Ort bin. Also jetzt die vergangenen Monate, die ich an einem Ort verbracht habe, also mein Radius ist extrem klein gewesen. Aber das allein hat mich jetzt nicht unglücklich gemacht. Und ich denke, Menschen, es gibt einmal den Typus Entdecker, der neugierig in die Welt rausgeht, und dann gibt es eher die sesshaften Typen, in die unterteilt sich das dann so ein bisschen. Und bei mir ist es so eine Mischung aus beiden. Ich genieße es unheimlich, irgendwo einen Ort zu haben, an den ich zurückkehren kann, wo ich eine Basis habe und von dort aus dann immer wieder rauszugehen, um auch mit ein bisschen Abstand zu schauen, wo gibt es vielleicht auch Bereiche in meinem Leben, wo ich ein bisschen festgefahren bin in eine Richtung, um da eine andere Perspektive drauf zu bekommen. Und das ist, glaube ich, das, was das Reisen einem gibt. Wenn das jetzt einzig und allein nur das Motiv wäre, irgendwo aufgrund von größerer Exotik oder so den Kick zu bekommen, um einfach aus einer Langeweile, aus einer Routine herausgerissen zu werden, dann ist es sicherlich schwierig und dann ist es auch, dann braucht man immer mehr davon und mehr davon und dann wird Reisen vielleicht auch so ein bisschen ja, zu einer Droge oder Flucht. Man bekommt, ja, zu einer Flucht, ja, genau. Aber ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine wichtige Frage, die sich jeder mal stellen sollte, der gerne reist. Was sind eigentlich die Motive hinter dem Wunsch zu reisen? Was gibt es mir? Und bei mir ist es eben dieses eine Erweiterung der eigenen Persönlichkeit auch, sich da ein bisschen vielleicht auch andere Seiten an sich kennenzulernen. Also konkretes Beispiel Südamerika, die Mentalität dort ist natürlich eine ganz andere in Argentinien. Und wenn dort jemand spontan an die Tür klopft und vorbeikommt, in Deutschland macht man Termine, in der Schweiz weiß ich nicht, wie das da aussieht, aber wenn man sich Freunde einlädt und die einfach spontan bei einem an der Tür klopfen, dann passt es meistens nicht so gut. Und dort kommt man einfach vorbei und einfach da so eine Lockerheit kennenzulernen, das fällt mir immer noch schwer. Also das streift man dann auch, glaube ich, nicht komplett ab. Aber ja, einfach solche Dinge dann mal kennenzulernen und vielleicht auch mit einer größeren Gelassenheit auf bestimmte Dinge zu schauen. Wäre das eine Option, dahin auszuwandern? Also ich habe insgesamt da ja 5 Jahre gelebt, bin dann zurückgekehrt. Dort ganz zu leben, es ist natürlich auch schwierig,
die wirtschaftliche Situation ist dort sehr schwankend, politisch ist es auch sehr unruhig. Also es gibt da schon so ein paar Bereiche, wo man natürlich abwägen muss. Möchte man sich dem aussetzen, permanent oder nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Land, was immer da sein wird und wo immer die Option da ist, auch länger zu leben. Das ist auf jeden Fall, das ist der Plan, ja. Deine Gästeliste ist ja unendlich lang, finde ich. Also du hast, ich habe für mich zum Spaß mal so ein paar aufgeschrieben, mit denen ich gerne mal Interviews führen würde, so wie mit dir jetzt. Mhm. Und da war ja schön, dass du sofort zugesagt hast. Wie bereitest du dich da vor? Wie kommen die auf dich zu? Oder wie generierst du die Themen für deinen Podcast? Da gibt es verschiedene Wege. Also ein Weg ist, dass ich mir regelmäßig die Programme von großen Verlagen auch durchschaue, von T-Neues zum Beispiel, wo Bildbände erscheinen oder andere Verlage, die Bildbände publizieren. Ach so. Und darüber dann, wenn mich ein Thema interessiert, einen Fotografen, da recherchiere ich dann, schaue auf deren Homepages vorbei, arbeite mich dann ein bisschen ins Portfolio ein. Und wenn ich dort jemanden entdecke, den ich gerne im Podcast hätte, dann ja, schreibe ich ihn einfach an. So läuft das in den meisten Fällen. Das Gleiche bei Reisethemen auch. Da schaue ich, was gibt es dort einmal für Bücher. Und dann ist Instagram, so selten ich das privat noch nutze, aber für die Recherche von spannenden Interviewgästen ist es immer noch so die Anlaufstelle Nummer eins für mich. Also da kann man schon sehr, sehr viele tolle Fotografen und Fotografinnen sehen. Und dann schreibe ich sie an. Und bisher, toi, 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 muss ich sagen, also die Quote an Absagen ist doch sehr überschaubar. Ja, das ist immer wieder schön. Die Frage, Thomas, wie viele haben schon abgesagt bei dir? Wie viele hast du angebracht, wie viele haben schon abgesagt? Wahrscheinlich sagen 5% ab, würde ich mal sagen. Oder melden sich gar nicht. Ja gut, vielleicht sollte ich sie anschreiben, ich weiß es nicht. Nee, aber der Podcast gibt es auch schon seit 2016, also es ist auch schon, genau. Es ist nicht so ein 5-Folgen-Podcast. Da, ja, ich glaube, das hat schon was damit zu tun, wenn du jemanden anschreibst und eine gewisse Reputation hast, dann sagt er nicht einfach ab. Und ich denke, dass viele, also die ganz Großen, können es sich wahrscheinlich schon leisten, also sich nicht zu melden oder abzusagen, aber jeder, der so im Mittelfeld ist, ist froh mit etwas Publizität oder mit jemandem über die Leidenschaft zu reden. Das ist ja auch ein Kompliment, wenn man angefragt wird, denke ich schon. Ja, genau, das denke ich auch, dass jeder spricht ja gerne über seine Leidenschaft, über Dinge, die er gerne macht, und es gibt natürlich immer welche, die vielleicht auch mit dem Medium-Podcast dann nicht ganz so klarkommen oder, aber ja, es ist doch immer wieder schön, dann auch die Zusagen zu bekommen. Du hast einen Gast gehabt, den Nick Martin. Den bin ich durch dich wieder drauf gekommen. Den hast du, glaube ich, ziemlich am Anfang gehabt, der mit den 6 Jahren Weltreise, ne? Oder wie heißt das, die geilste Lücke im Lebenslauf. Den habe ich schon zweimal live gesehen. Den würde ich auch gerne mal dabei haben. Der war irgendwie so, ist so ein Typ, der ist eine Rampensau, der erzählt, ich glaube, da müssen wir den Podcast 3 Stunden machen, drunter geht's nicht. Aber das finde ich irgendwie, nee, da bin ich durch dich jetzt drauf gekommen irgendwie, dass du sagst, Mensch, ne, da sind ein paar Leute dabei, wir haben auch viele gemeinsame Bekannte, also die du da schon längst hattest. Aber das finde ich irgendwie spannend. Also das macht mir jetzt auch Freude. Sonst haben wir beide immer nur, ich glaube, über 100 Folgen haben wir so solo gemacht, also im Duo. Und hin und wieder haben wir halt Gäste, aber es muss halt auch nicht immer Fotografie sein, ne? Weil wir da ein ziemlich weites Feld haben. Und wir haben ja beide Zeit ohne Ende. Aber ich finde das wirklich eine spannende Geschichte. Das ist spannend, dass du Nick ansprichst. Mit Nick habe ich in 2 Wochen weiteren Podcast-Termin. Genau, Nick hat jetzt die Gegenseite seines ersten Buches geschrieben, die dunkle Seite von 6 Jahren Weltreise. Insofern geht er auch das vielleicht. Ja, wenn es möglich ist, aber auf jeden Fall wäre das bestimmt eine gute Möglichkeit, ihn dann auch in den Podcast einzuladen. Also, sehr gut. Würde ich probieren. Ja, mache ich. Ja, es hat ja alles eine dunkle Seite. Auch der Frugalismus hat eine dunkle Seite. Ich habe auch wieder einen 50%-Job. Das kann man auch als die dunkle Seite bezeichnen.
Ja, die Summe der Probleme bleibt gleich, auch wenn man viel Zeit hat. Das sind dann einfach andere. Ja, also das Buch heißt Die dunkle Seite, was nicht so geil war in 10 Jahren Weltreisen von Nick Martin. Ja. Bin ich gespannt. Ja, also dann ein Grund, ihn anzuschreiben, Thomas. Ja, mache ich, alles klar. Ich bereite ihn schon mal drauf vor und dann... Ja, warum nicht? Dass du dich meldest. Die Podcast-Tournee. Wir hatten die Fotografie. Hast du irgendwelche Vorbilder oder sowas, die, sag mal, deinen... Ich meine, du bist ja wirklich, also ich weiß gar nicht, wo ich dich einordnen soll. Fotograf, Journalist, Storyteller, Workshopgeber, ich weiß gar nicht. Also das, da, ja, hast du da irgendwelche Leute, die, sag mal, dir nahestehen, wo du sagst, Mensch, ja, so ähnlich möchte ich das auch machen oder so ähnlich mache ich das jetzt? Gibt es da so welche? Ja, da gibt es einige. Also meine größten Einflüsse in der Fotografie oder ein Stück zurück, als ich angefangen habe, mich intensiver mit der Fotografie zu beschäftigen. Das war auch in Buenos Aires, wo ich dann auch nochmal 1,5 Jahre an der Uni studiert habe, Fotografie. Also ich habe mir da die speziellen Kurse rausgepickt, die mir gefallen haben. Das war so ein Studium, was alles umfasst hat. Da war auch Mode, Produktfotografie dabei. Das habe ich dann nicht belegt, aber so Fotojournalismus, Theorie der Fotografie, Geschichte der Fotografie, all diese Dinge, so Grundlagen, die haben mich wahnsinnig interessiert und davon profitiere ich heute immer noch. Und da bin ich halt das erste Mal mit Fotografen, ja, mit den Klassikern in Berührung gekommen, deren Bilder ich natürlich so schon mal gesehen habe. Also jeder hat von Bresson schon die großen Bilder gesehen, ohne zu wissen, wer sie vielleicht gemacht hat. Und da waren schon welche dabei, zum Beispiel William Eccleston ist einer gewesen, das ist jetzt ein Fotograf, mit dem vielleicht viele überhaupt nichts anfangen können, wenn sie das erste Mal seine Bilder sehen, weil sie relativ banal sind, auch von der Motivwahl. Aber das hat mich irgendwie angesprochen und ich gesehen, dass Fotografie was ganz anderes sein kann als das, wo ich sie vorher mit verbunden habe, also mit dieser Reisefotografie, ja, schöne Landschaften, Porträts von Menschen. Und dann einfach hinzugehen und zu sagen, egal wo ich unterwegs bin, ob ich durch die Straßen gehe, alles ist potenziell ein Foto oder könnte ein Motiv sein oder könnte ein Foto wert sein. Das war so die Spur oder der Pfad in die Street Photography. Das ist jetzt ja nicht so ein klassischer Street Fotograf, aber es geht schon so ein bisschen in die Richtung und darüber bin ich dann zu weiteren gekommen. John Meyerowitz ist ein Fotograf, den finde ich ja faszinierend ohne Ende. Ist ja auch ein in der Typ, Bandbreite. Ne? Der kann auch was erzählen. Ne? Das finde ich eigentlich das Spannende. Ich muss gar nicht die Bilder gucken. Ich gucke einen Vortrag von ihm. Das ist wirklich, also, und dann habe ich die Bilder automatisch. Also das ist wirklich auch so einer, wo ich denke, ne, lass den noch mal lange leben. Ne? Ja, also da kommt wirklich viel zusammen. Also die Bilder sind natürlich herausragend, aber auch die Art und Weise, wie er über Fotografie spricht, auch im Wandel, wie er denkt. Ne? Ja, also das ist jemand, mit dem kann man sich, würde ich jedem empfehlen, der ihn nicht kennt, sich damit zu beschäftigen. Gibt es auch ganz tolle Vorträge, Dokumentationen auf YouTube. Mhm. Also ja, absolute Empfehlung. Mhm. Ja. Ich habe gerade überlegt, wenn ich jetzt wieder anfangen würde zu fotografieren, warum ich das tun würde und was die Motivation ist. Immer wenn ich mit jemandem spreche, der so leidenschaftlich spricht über Reisen und Fotografieren, denke ich mir, warum ich das eigentlich nicht mehr mache. Was müsste denn passieren, damit du ernsthaft wieder darüber nachdenkst? Das ist eine gute Frage, weil ich irgendwie denke ich, es wäre ja so einfach, wieder anzufangen. Du kaufst dir du weißt ja, auf was es ankommt, kameratechnisch. Du musst dir eine Kamera, dein Objektiv kaufen, vielleicht zwei Objektive und dann ein Flugticket und irgendwo hinreisen. Mhm. Also anfangen ist das Einfachste. Die Frage ist, wenn du dann dort bist und 2-3 Tage fotografiert hast, ob du dann nicht wieder genug kriegst, wenn du denkst, es sieht immer noch alles gleich aus wie vor 5 Jahren. Weil die Welt ändert sich ja nicht so schnell, wie ich mich langweile. Das ist eigentlich das Problem. Die Welt ändert sich nicht so schnell, wie ich mich langweile. Ja, ich glaube, das ist eine gute Aussage, die mein Problem
definiert, weil ich ja eine Scanner-Persönlichkeit bin, die immer wieder was Neues sehen möchte oder etwas Neues erleben möchte. Und die Welt ist einfach nicht so schnell, weil es sieht immer überall alles gleich aus. Und wenn ich jetzt rausgehe und die Kamera mitnehme, dann habe ich die meisten Sachen schon gesehen, außer ich reise wahrscheinlich an irgendeinen ganz exotischen Ort, wo ich noch gar nie war vielleicht. Das könnte vielleicht noch motivierend sein. Ja, vielleicht sollte ich wieder mal mit irgendjemandem irgendwo hinreisen. Ja. Das könnte auf jeden Fall ein guter Start wieder sein. Ja. Also wenn jemand mit mir reisen, ich habe noch 4 Wochen Ferien bis Ende Jahr, wenn jemand mit mir auf eine Fotoreise, soll mir eine Mail schicken. Ich garantiere für nichts, weil ich weiß nicht, ob es mir Spaß macht, aber es wird sicher lustig. Dann bist du nach einer Woche wieder zu Hause, ne? Ja, im Zweifelsfall gehe ich dann wieder, ja. Oder wir fotografieren einfach nicht, machen irgendwas anderes. Aber es ist spannend, wäre sicher, ja. Ja. Das ist doch ein Angebot. Also ich denke mal, da wirst du jetzt einiges in deinem Postfach an Rückmeldungen bekommen. Schauen wir mal. Hast du denn noch hier Pläne jetzt für die nächste Zeit jetzt? Ich meine, abgesehen von dem, was du jetzt sowieso vorhast, ist da noch irgend sowas, wo du denkst, Bucketliste hast du nicht, aber ich glaube schon, hast du wohl. Also mein größter Wunsch ist es einfach, ja, wieder stärker rauszukommen, in die Reportage reinzugehen. Das klar war das unter gewissen Umständen auch jetzt die ganze Zeit möglich, aber es ist natürlich dann doch angenehmer und jeder hat ein besseres Gefühl mit einer Impfung und im Zuge, dass die Pandemie jetzt hoffentlich dann etwas, ja, sich in den Griff bekommen lässt, wenn man dann mit anderen Menschen zu tun hat, weil Reportage lebt natürlich davon, von einer gewissen Nähe auch, und das kann man nicht immer auf wirklich der gebotenen Distanz da machen. Street Photography ist ja genau das Gleiche, sei denn man ist da so unterwegs, dass man sich eher auf die grafische Seite konzentriert und mit Schatten arbeitet und die Menschen so als Beiwerk dann integriert in die Bilder. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, das kann man alles machen, aber ich bin dann doch ein Fotograf, der ja mit einer kurzen Brennweite ans Werk geht und da brauchst dann eben eine gewisse Nähe. Darauf freue ich mich einfach, dass das wieder möglich sein wird, also Fotografie wirklich zu spüren, zu erleben, und dann ist es auch egal, an welchem Ort. Also ein Traum wäre es, möglichst zeitnah nach Argentinien zurückzukehren. Das ist ein ganz, ganz großer Wunsch von mir, dort auch Freunde zu besuchen und wieder auf die Straße dort zu kommen. Ich habe mein Archiv rauf und runter durchgearbeitet und jedes Mal, wenn ich wieder den Lightroom-Katalog aufmache, dann wächst das Fernweh und es kommen meine Ideen, was man noch alles dort fotografieren möchte, weil das ist das Spannende, finde ich auch, dass man irgendwie so einen Ort findet, zu dem man Zugang hat, sprachlich, kulturell Anknüpfungspunkte hat und sich dort dann abarbeitet, also richtig intensiv ihn kennenlernt. Da bin ich ein bisschen anders als du, Thomas. Mir wird da nicht langweilig, auch wenn ich ein Scanner bin. Ich springe dann auch manchmal, aber da werde ich nicht müde. Da entdecke ich immer wieder neue Ecken, neue Szenen, und ja, das wäre fantastisch, wenn ich dort möglichst zeitnah zurückkehren könnte. Das hört sich gut an. Eine Frage habe ich noch. Du verlinkst auf diverse Bücher. Warum gibt es kein eigenes Buch von dir? Apropos Lightroom-Katalog, da hat sicher viele Aufnahmen drin, die noch nicht alle gesehen haben. Ja, wer eine, oder das steht schon zeitnah an. Vielleicht gibt es da auch im Laufe des Jahres noch was Offizielles zu sagen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass sich an der Tatsache, dass es bisher noch kein Buch gibt, zeitnah auch was ändert. Och, ist doch schön. Ja. Nein, ich meine, ich habe mich sowieso auf deiner Webseite, da die Bilder sind ja alle nach Orten sortiert, aber irgendwie so das kann ein einfacher Zugang sein, das sagte der Thomas vorhin auch, aber wenn Leute von der anderen Seite kommen, einfach, sag mal, so jetzt nicht unbedingt an diesen Ort gehen wollen, sondern Streetbilder oder sonst was sehen wollen, dann müssen sie irgendwie durch das andere, also durch diesen Umweg gehen. Da war so meine Überlegung, wenn du sagst ja Erlebnisse sammeln, aber es wird nicht alles
dokumentiert in dem Sinne. Ne? Du machst ja, sag mal, du machst einen Podcast draus oder machst ja einen Blogbeitrag oder sowas, aber das war's dann auch. Ne? Also ich meine, im Grunde müsste es ja auf einem Fundus sitzen, das gibt's ja gar nicht. Ne? Also Ja, das läuft aktuell auch. Also das Portfolio, das eigene Portfolio, die eigene Webseite, die ist auch im Standby-Modus, ist zwar im Moment abrufbar, aber das, was an Bildern dort eben auch zu sehen ist aktuell, das wird sich auch stark ändern. Das ist ein Projekt, an dem sitze ich gerade dran. Da kommt der Perfektionist vielleicht etwas in mir durch, obwohl ich versuche, ihn zu unterdrücken. Das Ganze dauert etwas länger als gewünscht und geplant, aber das ist ein richtiger Punkt. Also da wird es in Zukunft dann auch ein bisschen mehr zu sehen geben und eben gerade auch mit dieser Bündelung. Also ich komme aus dem Journalismus, das Schreiben ist bei mir da gewesen, das Reisen, die Fotografie, das sind viele verschiedene Stränge, die jetzt erstmal zusammengeführt werden wollen und da bin ich dabei. Ja, viel Glück dabei. Dankeschön. Bitte, bitte. Ja, schön. Schön, dass du bei uns warst. Hast du noch irgendwas, an was du an uns richten möchtest? Ja, die gleiche Frage, die du mir gestellt hast. Wo würdest du denn jetzt als nächstes gerne hinreisen? Was für Ziele auch vielleicht in Verbindung mit der Fotografie? Ja, ich habe ja mein Projekt Die Hauptstädte Europas und Neuseeland ist schon seit 2-3 Jahren auf meiner Liste. Meine Mutter lebt da und das war ich letztes Mal 2017 da, nachdem ich aufgehört habe zu arbeiten. Da kann ich mich Ewigkeiten aufhalten. Also da habe ich tatsächlich auch schon mal dran gedacht, da auszuwandern. Da kenne ich viele Leute und wenn es nicht ganz so weit weg wäre. Aber mir ist egal, wenn ich dann da bin. Also ich bin auch nicht einer, der mal ein Wochenende irgendwo hinjettet. Klar, die Hauptstädte, das kann man auch in kürzerer Zeit machen. Aber diese längere Verweildauer finde ich schon klasse. Also das vermisse ich schon, weil ich habe ja Zeit. Ne? Das, daran liegt es ja nicht. Und ja. Dein Ziel, Thomas? Interrail-Ticket durch die Schweiz. Keine Ahnung. Im Moment habe ich keine Ziele. Ist eigentlich verheerend. Ich habe Zeit und Geld, aber irgendwie keine Ziele. Das tönt jetzt sehr schlimm, aber so schlimm ist das nicht. Man kann auch im eigenen Garten gut fotografieren, obwohl ich das auch nicht mache. Nee, sehr schön. Naja, die Ziele kommen ja jetzt nach Veröffentlichung dieser Folge zeitnah in deinem Postfach an. So. Genau, wer weiß, vielleicht gibt es da die eine oder andere Idee, der ich nachgehe natürlich. Die Qual der Wahl. Nee, sehr schön, dass du bei uns warst, hast tiefe Einblicke gegeben in dem, was du vorhast. Ich freue mich drauf, dass da mehr von dir zu hören. Auf Nick Martin freue ich mich dann auch. Und, ja, das ist natürlich schwer zu toppen, die Geschichten, die der zu erzählen hat. Ja, nee, aber wie gesagt, ich bin jetzt einfach mutiger geworden und einfach ein paar Leute und bis jetzt haben wir keine Absagen gekriegt. Also das, also habe ich noch nicht gefragt. Nee, sehr schön. Ja, wunderbar, dass du bei uns warst. Und nächstes Mal haben wir das Thema, worauf ihr euch eigentlich heute gefreut habt. Das war, was macht ein Erfolgsrezept aus? Und ja, dann haben wir da bald schon wieder Gäste. Und vielen Dank, Kai, dass du bei uns warst. Und ich danke euch beiden, hat mir Spaß gemacht. Ja, wie gesagt, hier mal auf der anderen Seite des Mikros zu sitzen und eure Fragen zu beantworten, war super. Ja, alles klar. Vielen Dank. Dann aktiviert man sich irgendwann mal. Ja, schön. Sehr gerne, würde mich freuen. Okay, tschüss. Schöne Woche, bis dann. Tschüss. Ebenso, tschüss.